Jo, und somit wieder herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Jurassic World Evolution 2. Ja, der Spino lebt irgendwie immer noch. Keine Ahnung warum, aber irgendwie will er nicht sterben. Dennoch, es kann sein, dass er in dieser Folge stirbt, weil ich habe wieder krasse Viecher. Na, beziehungsweise nicht ganz krass, aber schon einiges, wo man so denken kann, so, what? Das ist gut. Und ja, dann wollen wir doch schon mal beginnen. Und zwar fangen wir mit den Triceratops an. Ich weiß zwar nicht, ob es der richtige sein wird. Ja, ich glaube, das ist der richtige. Und zwar gab es auf Apple, ich glaube, ich weiß nicht, ob das Apple Plus heißt oder irgend sowas halt so. Da gibt es eine neue Serie und zwar heißt sie irgendwas mit Prähistorik, mit Dinosauriern. Will ich mir noch angucken, unbedingt. Und ja, das hier ist der Triceratops davon. Ich habe natürlich auch den Rex davon, aber wie die jetzt speziell ausschauen, also in der Serie, weiß ich ja jetzt leider nicht. Dennoch denke ich mal, dass sie große Ähnlichkeit haben mit denen. Und ja, ich bin auch gespannt, was die Serie so kann. Aber ja, willkommen in unserem Park. Und das sind ja noch nicht mal die einzigen Triceratopse. Ich weiß zwar nicht, ob es jetzt die Mehrheit ist, die jetzt in unseren Park reinkommen. Denn da wird noch eine ganz spezielle Sorte in unserem Park reinkommen. Dennoch, hey, ihr werdet gleich kämpfen. Und vielleicht sagen sie uns auch die Serie voraus, was da am Ende passieren wird. Aber naja, als nächstes holen wir die nächsten Triceratops raus. Und das sind die... Seid ihr krank? Habt ihr eine Krankheit oder so? Bitte nicht im Park reinbringen, ja? Die sehen ja richtig geil aus. Eieieiei, zeig dich mal. Ach du Heilige, die sehen jetzt schon tot aus. Sogar das am okay, hier hinten auch. Ich würde sagen, denen geht's gut. Ich glaube, die DNA ist frisch gereift und hat nur ein paar Nebenwirkungen. Dennoch, ja, die sehen an sich ja eigentlich ganz gut aus. Also fröhlich aus, guck mal. Ja. Sehen fröhlicher aus als die Triceratopse da. Ey, die sehen aber von der Grafik her echt gut aus. Dennoch, ey, gefallen mir die hier einen Ticken besser. Weil die haben auch mal was Außergewöhnliches. Das ist nicht immer dieses, ja, also sie müssen top gestylt sein, sondern halt so, ja, schick sie doch mal einfach krank raus mit übelst großen Wunden. Eieiei. Okay, aber die Herde. Oh, 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 oh. Na, was habt ihr denn... Oh, die ist ja halt, wie gesagt, ein Ticken buggy. Ey, und demnächst kommt ein neues DLC raus. Da bin ich auch gespannt. Da kommen die neuen Dinos aus Jurassic World 3 raus. Bin ich ultra gespannt. Ey, es wird richtig, richtig nice. Okay, die machen jetzt erstmal nichts. Nee. Ja, hallo. Sehr schön. Und die hier auch. Denen geht's gut. Okay, ihr wollt kämpfen? Könnt ihr haben. Als erstes holen wir doch mal einen T-Rex raus. Denn da gibt es natürlich von Prehistoric den Rex. Ich weiß zwar nicht, ob ich jetzt schon den richtigen gewählt habe, aber es sieht nicht richtig aus. Es sind... Ja, ist ja gut, ist ja gut. Ihr seid halt dennoch die Falschen. Deswegen müssen wir jetzt ganz kurz mal... Ey, ich will das Video sehen. Natürlich, lass mich nicht das Video sehen. Dennoch, da sind sie. Ah, sieht jetzt von den Farben her nicht so speziell aus. Dennoch, ey, wenn man schaut, wie die vom Aussehen ausschauen, das hier ist der Rex natürlich von Jurassic Park, Jurassic World. Ich glaube, das ist eher der von World. Und das hier sind die von Prehistoric. Natürlich gefällt mir der hier viel, viel besser vom Aussehen her. Dennoch, ich glaube, von der Serie aus... Yo, wird der Rex nicht schlecht ausschauen. Das... Wait, Spino... Er legt sich jetzt schon an. Er will halt unbedingt sterben. Oha. Wait, die kämpfen richtig? Aber warum kämpft ihr denn richtig? Okay, das wird wohl vielleicht auch in der Serie passieren. Wer weiß? Und jetzt muss ich auch noch gehen. Aber das kann auch mal passieren. Ey, aus dem Weg. Oha. Und sorry fürs Gehen, ne? Ach, guck mal hier. Hallo. Ne, oh. Oh, du blutest einen Ticken, ne? Okay, die hören natürlich auf zu kämpfen. Wait. Kämpft jemand von denen? Nee, oder? Sieht nicht so aus. Ja, und was die machen?
Ja, I don't. Aber an sich sieht er eigentlich auch ganz schick aus, wa? Ja, ist ja gut. Oha! Wer wird gewinnen? Oh, hier will ich lieber zugucken. Neuer Dino gegen neuer Dino, oder? Nee, nicht wirklich. Ach, Rexy, lass doch den Arm, Triceratops. Guck mal. Cinder, der haut das schon ab. Oh, stimmt. Der hat wirklich eine andere Grafik. So, als wenn er schärfer gemacht wurde. Huh. Hey! Das ist nicht cool von dir. Oh. Klar kämpft er jetzt gegen den falschen Triceratops. Dennoch bin ich gespannt, wie er sich machen wird. Und gleich wird nochmal etwas ganz Spezielles auf euch zukommen. Habt ihr auch noch nicht gesehen. What? Oh, coole Bewegung, was du gemacht hast. Ja, komm, jetzt zeig doch aber mal, was du kannst. Los! Yo, leider daneben. Versuch noch... Oh Gott. Aus seinen Wunden kommt jetzt schon Blut raus. Gar nicht gut. Dennoch, ey, er gibt sich nicht einfach so geschlagen, ne? Es kann sogar sein, dass er gewinnt. Naja, das wollte ich eigentlich sagen. Ja, hast du gut gemacht. Dennoch, ey, pass auf. Du wirst jetzt deinen Vater sehen. Und Freunde, ey, habt ihr noch nicht gesehen. Also, komm heraus. Darth Vader. Ja, er ist es halt wirklich. Und ja, er wird wirklich so genannt. Also, keine Ahnung warum. Klar, wegen den Schwertern und wegen seinem Cape da hinten. Und dass er halt die Farbe halt trägt wie sein Anzug. Dennoch, ja, das ist Darth Vader. Und ob er jetzt spezielle Sachen kann, ich weiß es zwar nicht. Dennoch, was hast du da vorne? Ist das C4 oder so? Oder was soll das sein? Ja, da hat er halt die zwei Schwerter. Da hinten das Cape. Ja, die Farbe auch komplett black. Sieht aber an sich ganz gut aus. Aber wird er dann auch vielleicht mit den Schwertern kämpfen? Wird vielleicht auch so ein Sound rauskommen? Wäre echt nice. Oha, aber ganz ehrlich, wie episch die hier aufs Feld kamen. Sieht echt nice aus. Ach, die wollen erstmal was trinken. Na, fühlt euch wie zu Hause. Oh oh. Oh oh. Darth Vader. Mit wem legst du dich hier an? Mit dem Spiel... Nee, Spino hatte sofort Angst gehabt. Ja, das Einzige, was die Suchos gerade machen, ist halt ein Ticken rumbuggen irgendwie. Also die laufen kreuz und quer durch die Gegend hier rum, aber zum Fight kam es bisher nicht. Doch, zum Fight kommt es, und zwar jetzt. Also, Sucho gegen Spino wurde vorher nicht fortgesetzt und wurde wieder nicht fortgesetzt. What? Was geht hier ab? Na, ist egal, passt auf, ich muss kurz wegmachen. Weil ich habe noch was anderes. So, Freunde, hier haben wir schon mal einen Kampf. Und ja, ihr seht schon, es ist etwas Neues da. Wir werden das auch gleich nochmal ausbrüten, weil wir, also beziehungsweise aus dem Gehege holen. Dennoch, Darth Vader hat gekämpft. Warte mal, alle sterben hier. Ich werde auch gleich noch was dazu erzählen, was es überhaupt sein soll. Ja, warte mal, hier kämpft sogar einer. Also, wir holen die gleich nochmal raus. Es ist ein Triceratops. Aber in einer ganz speziellen Art. Und zwar, ihr seht hier schon vorne das Symbol da vorne drauf. Und zwar ist es das Gesicht von Venom. Und ja, eigentlich müsste... What? Ich wollte gerade sagen, eigentlich müsste der Triceratops gewinnen. Und er hat sogar gewonnen. Eieiei. Okay, Darth Vader hat einen fertig gemacht. Hm, pass auf. Die laufen jetzt einfach nur rum. Dann brüte ich schon mal die restlichen aus. Und dann natürlich kommt wieder das Heftigste. So, dann holen wir sie doch ganz kurz mal raus. Ja, das sind sie. Rote Augen. Dann haben sie dies, wie nennt man das, kann man dazu Schleim sagen? Ich weiß es halt nicht. Ja, wie gesagt, das Symbol. Dann vorne, also hinten noch so komische Stacheln drauf. Keine Ahnung warum. Und dann halt ja seitlich noch die Spinne. Und halt diese ganze Zeit die ganz komplette Haut umhüllt mit diesem komischen Extrakt. Oder wie man es nennen mag, ne? Und ja, breiter ist er geworden, dicker ist er geworden, ne? Aber an sich, ja, ja. Ihr seht ja, was alles möglich ist. Und das bedeutet, dass es vielleicht in Zukunft das eine oder andere geben kann. Weil wenn schon Suchos mit Darth Vader Cape und mit Lichtschwertern rumlaufen, keine Ahnung, was da noch kommt, aber es kann krass werden. Und für euch wird es jetzt auch gleich krass. Ja, Darth Vader, was ist denn los? Willst du kämpfen? Oh. Ich weiß zwar nicht, gegen wen er kämpfen möchte, aber ich glaube... Nee, die kämpfen gegen fast keinen. Das ist egal, dann räume ich hier schon mal die Toten weg. Und jetzt haltet euch fest. Die meisten kennen ihn. Man nennt ihn A Dragon. Den Arc-Drache. Den Arc-Boss-Drachen.
von, ja, keine Ahnung, gibt's ja, ist ja eigentlich fast auf allen Maps so, sozusagen als Boss. Aber ja, da ist der Drache von Ark, der Boss. Ich glaube, der hieß auch Dragon, oder nicht? Oha, er wechselt. Oh, schöne Flügel nach oben gerichtet. Kannst du mal ganz kurz deine Farbe nochmal ändern? Ja, guck mal. Das sieht doch mal Hammer aus. Okay, sein Mund, wunderschön am Glänzen. Ja, das ist sein Gesicht. Das ist seine wunderschönen Hörner. Das sind seine wunderschönen großen Flügel. Ich finde, von der Größe her ist er echt groß. Aber könnte natürlich auch größer sein, weil, ey, er ist ein riesiger Drache. Dennoch sollte es Drachen irgendwann mal gegeben haben. Denke ich jetzt zwar, naja, es gab ja noch nicht Skelette oder so. Aber ich denke, so groß waren die halt wirklich. Und guck mal, er leuchtet sogar hier an der Seite. Das gefällt mir. Das hat er jetzt gerade auf der anderen Seite nicht gehabt, ne? Ja, doch schon, aber es fällt halt gar nicht so auf. Erst wenn es dunkel ist. Er wechselt die ganze Zeit. Guck mal, jetzt ist er komplett schwarz. Oh, und die Flügel. What? Nach was färbst du dich eigentlich? Nach dem Untergrund? Ui. Es sieht so nice aus. Und ey, ich bin ja gespannt. Ich halte ja die ganze Zeit die Nexus-Mod-Seite im Auge. Also, ob da neue Mods und halt kommen. Und ja, es kommt stetig neue. Und es gibt noch einige Sachen, die ich euch noch nicht gezeigt habe. Zilla gibt es auch. Xenomorphs gibt es wieder. Oh mein Gott! Zwei oder drei Folgen hat der Kollege überlebt. Und dann kommt der Drache in Indominus Rex Untergestalt sozusagen. Und er hat ihn besiegt. Ihr habt ja gerade gesehen, es ist eigentlich der Indominus Rex. Dennoch, ja, sieht es schon echt gut aus. Komisch, dass das überhaupt funktioniert. Also, dass wie heißt es jetzt sozusagen, die Animation von Indominus Rex und so weiter nehmen, aber dass es halt trotzdem so gut zueinander passt. Ja, schade, dass ich wollte gerade sagen, schade, dass er nicht auf allen Vieren geht. Schaut euch das mal an. Wenn das nicht fett ausschaut, dann weiß ich aber auch nicht, was fett aussehen soll. Es sieht einfach so gut aus. Und wie böse er gerade geguckt hat beim Riechen. Eieiei. Ja, was schön, ne? Großer, was los? Hä? Geht's dir gut? Gefällt's dir hier? Nein. Ey, komm, du hast so viel zu essen hier. Och, er kratzt sich. Oh, juckt ein bisschen, wa? Ja, ja. Süß, der Kleine hier. Los, jetzt kämpf nochmal. Ich will dich sehen. Na gut, du faule Sau. Dann bleib noch liegen. Ach, der Kollege wird da hinten sterben. Okay, doch nicht. Aber was wird der Drache machen? Wird er gleich angreifen? Wird er ihn einfach ziehen lassen? Ich weiß ja nicht. Ist sein Territorium. Also ja, wird vielleicht nicht so gut laufen. Uiuiui, es sieht so verdammt gut aus. Ey. Es sieht so gut aus. Und er bückt sich. Na. Oh nein. Oh. Es ist so nice, ey. Es ist so nice. Kollege, hau ab. Ich glaube, er wird ihn fressen, wa? Naja, in einen Hubs kann er ihn ja eh nicht runterkriegen. Ey, Darth Vader lebt ja immer noch. Hä, was hat der? Guck, und da ist er auch schon wieder ein Ticken Buggy, wenn es jetzt in Dominus Rex gewesen wäre. Ist schon komisch, dass die mal langsam zueinander laufen und dann warten und warten und warten, bis der Gegner gekommen ist, damit sie, ja, gegeneinander kämpfen können. Aber ja, auch er macht jeden einzelnen Dino fertig. Und jetzt ist er schon wieder grünmäßig unterwegs. Das ist aber die Farbe, die ich halt gar nicht irgendwie annehmen mag. Das Schwarze und dieses, ja, wie kann man das sagen, so blaumäßige, ja... Der hat ja verschiedene Farben. Das sieht schon verdammt nett aus. Naja, was heißt nett? Es sieht schon verdammt nice aus. Naja, nice heißt ja nett übersetzt, ne? Ja. Ja, ich schon wieder, ne? Gut. Aber ja, dann hoffe ich aber echt mal, dass es in Zukunft noch mehr solche Dinos gibt. Oh, Venom gegen Darth Vader. Wer gewinnt hier? Autsch. Taten halt ein bisschen weh. Aber ich denke mal, der Zuko hätte gar keine Chance gegen ihn. Was war das denn? Fehlende Animation? Ich weiß es nicht. Aber irgendwas hat auf jeden Fall gefehlt. Boah, was macht der denn da?
Achso, gegen ihn wieder. In der nächsten Folge habe ich ja auch noch einiges zu zeigen. Wann die kommt, das weiß ich natürlich nicht. Aber ich denke mal, da werde ich euch die Xenomorphs, die neuen, zeigen. Weil die sehen wirklich gut aus. Ich habe nur Bilder halt gesehen. Und da sahen sie schon echt fantastisch aus. Aber ja, das war der Arc-Boss-Drache. Echt krasses Viech. Bewegung. Alles sieht übelst fett aus. Hätte ich nicht besser machen können. Ah, natürlich. Nein, Spaß. Ja, der hat mir in dieser Folge sehr, sehr gut gefallen. Und ja, ihr kennt's ja, die Folgen sind kurz. Ist halt nur zum Mod zeigen, Mods präsentieren, weil wir warten auf das neue DLC und dann sehen wir halt weiter. Aber ja, dann hoffe ich wie immer, euch hat die Folge gefallen. Wenn sie euch gefallen hat, dann lasst mir auf jeden Fall ein Kommi, Like oder ein Abo da. Also, bis zum nächsten Mal.